So, hallo meine lieben Brillenträger, was geht ab? Ja, ich bin's hier wieder, der Felix von eurer Brillengang, und ich spiele wieder mal Anno 1404. Da mir das, wie gesagt, sehr viel Spaß macht, ja, werde ich davon auch noch ein paar Videos hochladen. Mal schauen, wie weit wir hier kommen. Im letzten Part lief es ja nicht ganz so gut. Weil wir ziemlich Verluste gemacht haben hier mit dem Geld und wir machen immer noch weniger Geld. Und in dem Part muss ich echt versuchen, mehr an Geld ranzukommen. Und ich sehe schon hier Bedürfnis nach Nahrung, ja. Und ich weiß jetzt nicht ganz, aber ich habe hier drei Fischerhütten. Und bin am Überlegen, wo man denn noch Nahrung herbekommt. Aber das Einzige sind halt zurzeit die Fischerhütten. Und dann müssen wir wieder eine machen. Weil im letzten Part war ich so blöd und habe 40 Fisch von uns verkauft, weil wir überfüllt waren, die Lager, und ich dachte, das ist schlecht. Segen des Aber Herrn jetzt wird mit allen. sind unsere Bürger, sag ich mal, unterernährt. Ja, und das ist ziemlich blöd, sag ich mal. Neue Gebäude stehen zu Bau der zur Verfügung. Ja, und wir haben auch im letzten Part einen Verrückten oder sowas war das, hier gefangen oder zurückgebracht, wo er herkam, weil der hat sich irgendwie bei uns einfach eingelebt und den haben wir zu diesem Lord North irgendwas gebracht. Ich kann mir den Namen immer noch nicht merken. Naja, wir haben auch in der letzten Folge eine Steinmetzhütte gebaut. Sehr gut, weil dann können wir auch unsere Straßen bald in Steinstraßen ersetzen. Aber das heutige Ziel ist erstmal, dass wir Geld dazu bekommen, ja? Weil das ist wirklich ein großes Große Problem Sprünge gerade. machen wir nicht, aber wir kommen über Und den ich habe Rubikon. die eigentlich schon, Immerhin reicht es, um satt zu werden. Ja, Manu. So, okay. Was ist denn damit? Gewürz gesperrt. Es heute bloß zum Abendbrot. Ach, das ist jetzt echt blöd, ey. Also, ich weiß echt nicht, was ich da machen soll. Weil ich habe einfach keine Ahnung, wie ich jetzt weiterkomme, weil die sind irgendwie unterernährt anscheinend. Aber ich habe jetzt schon noch eine Fischerhütte gebaut. Da wäre es natürlich sinnvoll, auch einen Weg dran zu bauen. Ich vergesse das immer wieder. Ist es jetzt verbunden? Ich weiß nicht. Aber noch eine Fischerhütte könnte ich jetzt nicht bauen. Vielleicht müsste ich die irgendwie hier hinten placen oder so. Oder hier oben. Ja, hier oben wird es eigentlich gut sein. Ich glaube, wir machen hier einfach mal so eine ganze Fischerhütte-Reihe, sage ich einfach mal. Aber das mit den Ausgaben, das geht einfach nicht mehr. Okay, haben wir gerade von irgendwas zu viel? Lager füllt sich. Okay, das können wir verkaufen. Das können wir mal verkaufen. Und hier, was verkaufen wir denn? Ich würde mal sagen, den Rest behalten wir jetzt erstmal. Aber wir brauchen noch immer wieder Werkzeuge. Also wir haben gerade echt einen finanziellen Notstand, sage ich mal. Ja, so, dann habe ich das jetzt da drinnen. Perfekt. Dann verkaufen wir das nämlich mal hier an den Lord hier. Und dann hoffe ich, dass wir wieder ein bisschen Geld dazu bekommen. Aber so lange können wir das auch nicht mehr aushalten. Weil sonst bin ich hier bald, sage ich mal, weg vom Fenster. Ja, was machen die Bauernhäuser denn hier? Die haben doch alles, oder? Wann geht ihr denn hoch mal? Irgendwas mussten die doch haben, oder? Aber warte mal. Ja, genau. Okay, also wir haben jetzt zurzeit 192 Bürger
Und wir haben noch ein paar, sag ich mal, immer gern gesehen. Zurückgebildete. Also die haben ihr Haus noch nicht weiterentwickelt. Noch nicht wirklich. Ich helfe euch 470. Gerne aus. Okay, das ist perfekt. Und die brauchen da irgendwie eine Weile. Das ist aber jetzt wirklich eigentlich ein Problem. Aber bekommen wir denn jetzt mal das Nahrungsproblem hier in den Griff? Nee, immer noch nicht. Aber ich verstehe nicht, was ich denn dort machen muss. Muss ich irgendwie einen Markt in Sennert einen Marktpaarung zur Wiederholung? Okay. Muss an der Küste errichtet werden, produziert Fisch, stillt das Bedürfnis nach Nahrung. Ja, anscheinend ja nicht. Mensch. Was ist denn jetzt los? Okay, also, dann müssen wir jetzt mal kurz gucken, wie wir dahinter kommen. Weil dann müssen wir das kurz machen, weil so geht es nicht weiter. Unsere Dorfbewohner brauchen Essen. Was braucht man denn da? Ein kleines Markthaus. Und wir haben schon wieder zu wenig. Ach, Mensch. Ich glaube, ich muss nochmal hier die nehmen. Wisst ihr was? Ich nehme jetzt einfach mal 20 Stück. Weil dann können wir auch hier Werkzeug holen. Weil das ist immer sauteuer bei ihm. Hier. Immer rechnen. 8 Werkzeuge für 85 Goldmünzen. Oder, nee, pro Tonne. Das ist voll teuer halt einfach. Und, ach, Mensch. Schreibt Waren, die ihr benötigt, an eurem Kontor einfach zum Handel auf. Ja, so. Legen Sie an Ihrem Konto fest, welche Waren ein- oder verkaufen sollen. Okay, erstmal verkaufen wir jetzt hier das hier. Ich weil hoffe, dann kriegen wir da ordentlich wieder was. Mit diesem Handel bin ich einverstanden. Und dann müssen wir hier, ja, 9 Stück, 765. Das ist immer so teuer und, Mensch, der macht da immer voll Plus, ganz ehrlich. Das ist lächerlich. Mit diesem Handel bin ich einverstanden. Was haben wir denn hier? Nee. Handelsplatz. Ihr seid ein ehrbarer Mensch. Der Kaiser wird davon erfahren. Ich glaube, wir machen das mal so bei so 4 und, ja, ich wollte eigentlich 35 machen, aber egal. Und Holz verkaufen wir auch mal so. Und das machen wir auch. Das machen wir mal so 36. Ist ja auch wurscht. Perfekt. Und dann? Überlegt euch gut, wie viel ihr für eure Waren verlangt. Ja, 13 wird schon passen. 30 mache ich mal 33. So. Okay, so, perfekt. Was haben wir dann jetzt noch hier? Okay. 'Veränderte Preise beeinflussen den Handel. Sie haben an einem Konto Warenpreise verändert. Dies kann dazu führen, dass Waren im größeren oder geringeren Umfang gehandelt werden. Okay, vielleicht lassen wir das mal, wo es war. Also, so, das lassen wir bei 30. Das war dort, glaube ich, auch. Und das war bei 10. So. Okay, perfekt. Und dann... Moment mal, ich habe jetzt maximal Fisch, ja? Und sie sind immer noch im Minusbereich bei Essen. Also, irgendwie... Was gibt es heute bloß zum Abend? Ich verstehe nicht, was deren Problem ist. Ganz ehrlich. Muss ich dafür irgendwie was bauen oder so? Ich habe ja noch das Zeug hier, so, perfekt. Nee, warte, wo war's hier? Muss man das mal ganz kurz durchlesen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Wieso denn? Wieso denn? Hallo? Brauche ich noch einen Marktplatz? Oh.
Spiel gespeichert. Okay. Ich mache einfach noch ein kleines Markthaus. Anscheinend brauchen die das, weil die irgendwie zu beschränkt dafür sind, sagen ich jetzt einfach mal. Irgendwie, Mensch, das nervt mich jetzt. Egal, jetzt bauen wir mal hier hin. Ja, perfekt. Wir können ja auch so theoretisch. Und dann haben wir direkt, ja, das ist geil. Das ist richtig geil. So, weil dann können wir... Hier hinten bauen wir keine Zivilisation, nämlich. Ich glaube, das habe ich schon im letzten Part gebaut, oder? Ich habe keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall bauen wir hier nur Fischerhütten. Also an diesen Strand, weil die brauchen ja einen Strand, also eine Küste, wo die dann ihre Fische halt angeln, sage ich jetzt mal. Und uns fehlt schon wieder Werkzeug. Meine Güte. Kann man das dann später, ich hoffe, das kann man später dann irgendwie herstellen, ganz ehrlich. Das ist echt krampfhaft. Naja, so bauen wir das hier mal hin. Dann bauen wir mal hier noch eine Fischerhütte hin. So, und... So. Oh. Shit. Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Muss ich ganz kurz wegmachen? Ich habe Angst, dass ich diesen Marktplatz treffe, Alter. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Okay, gut, gut. Mensch. So. Also ich verstehe echt nicht, was deren Problem ist, weil ich habe alles voll. So Leute, da bin ich wieder. Und ja, hier gab es eine kleine Unterbrechung. Ja, und jetzt, hallo, ist hier nicht irgendwie ein Marktplatz oder so? Kapelle, ja. Ich brauche... Mensch. Kann man nicht irgendwie extra Lager oder so machen? 50 Fisch, ja was... Und die haben immer noch Hunger. Was ist denn bei denen falsch? Also irgendwie... Haben die irgendwelche Probleme, oder? Ganz ehrlich. Sind die zu behindert, um zu... essen, oder? Junge, das gibt's doch jetzt nicht. Mensch. Gibt's hier irgendwas, was das irgendwie verteilt oder so, das Essen, oder? Also, das kann so nicht weitergehen. Ganz ehrlich, ich werde wahrscheinlich den Spielstand werde ich verlieren oder so, oder ich werde mich in hohe Schulden einarbeiten müssen oder was auch immer. Aber das ist ziemlich blöd gerade. Also wirklich jetzt. Ja, Markkarren, hallo? Toll. Also ich verstehe das gerade irgendwie nicht. Ich muss mich mal ganz kurz schlau machen. Einen Moment. So Leute, da bin ich wieder und ich habe immer noch das Problem mit dem Essen. Ich habe versucht, mich schlau zu machen, aber ich habe irgendwie nichts gefunden. Also irgendwie haben die ein Problem, aber ausreichend erfüllt, ja, aber ich möchte es... Ich verstehe es irgendwie nicht, weil alle, also meine ganzen Lager sind voll. Mit Fisch und irgendwie... Ich verstehe deren Problem nicht. Und ich kann die ganze Zeit auch nichts bauen, weil mir dieses blöde Werkzeug fehlt. Und wenn ich jetzt wieder Geld ausgebe, dann habe ich noch weniger Geld. Also es ergibt alles gerade einfach... Es ist irgendwie blöd alles gerade in dem Part. Also wir haben... Ich wollte ja versuchen, das alles zu machen. Also alles zu verbessern. Hat nicht ganz so geklappt, wie ich es wollte. Also überhaupt nicht, ja. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, aber das kann so nicht weitergehen, sage ich mal. Und ich weiß auch nicht, wo man jetzt hier
irgendwie ein Lager oder so machen kann. Ich glaube, wir müssen weiter, also ein höheres Bevölkerungslimit machen, damit wir mehr Sachen bauen können. Weil es gibt hier noch tausende von Sachen und da kommt bestimmt dann irgendwie ein Lager oder so später noch dazu. Weil anders eine kann ich Produktion mir das nicht... kommt zum Erliegen. Ja, anders kann ich mir das auch nicht erklären. Wirklich. 355 Bürger. Ja, ein kleines Lagerhaus. Okay. Dann müssen wir jetzt Geld ausgeben. Richtig viel. Ich gehe nichts weiter als 20.000, weil... Ich hoffe, ihr findet, wonach. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann. Ja, sonst bin ich ziemlich im Minus, würde ich mal sagen. Also bin ich eigentlich jetzt schon, weil ich habe schon ziemlich viel Geld verloren. Einfach nur wegen den ganzen Häusern und so hier. Und die wollen irgendwie einfach nicht aufsteigen. Ich verstehe es halt auch nicht. Aber die sind schon seit Ewigkeiten im Bauernhaus. Und irgendwas musste man machen oder so, dass die aufsteigen. Ja, so, und jetzt? Steigen die jetzt auf, oder? Hm. Ich habe echt keine Ahnung mehr. Hm. Also, ich würde mal sagen, wir haben hier gerade echt leichte Probleme. Also, leicht, in Anführungsstrichen, weil das ist echt nicht so gut, was hier passiert. Und jetzt müssen wir erstmal viele Bauernhäuser bauen. Damit wir 355 Bürger haben für Lagerhäuser. Weil sonst, ja, ist das nicht so geil, würde ich mal sagen. So, 200 Bürger haben wir schon, okay. Jetzt, nee, hier mache ich keine mehr hin. Mache ich mal einen kleinen Feldweg. Dann haben wir wenigstens schon mal etwas weg. Hier, so, und das nehmen wir mit hinter. Perfekt. So, können wir das hier noch verbinden? Ja, okay, cool. So, dann müssen wir jetzt einfach Bauernhäuser bauen. Also, mir kommt jetzt echt nichts mehr anderes in den Sinn, was man machen könnte. Ich habe viel probiert. Und alles hat irgendwie nicht so gut geklappt. Hm. Ja, das ist jetzt wirklich blöd eigentlich alles hier. Also, bauen wir hier mal noch einen Marktplatz hin. Markthaus, wie auch immer. Gut, dann können wir hier wieder Bauernhäuser, oder? Hallo? Ein Marktplatz, also. Oh, Mensch. Ich dachte immer Markthäuser, aber dabei war es ein Marktplatz, Mensch. Reicht das so? Ja, genau, so. Perfekt. Gut, dann bauen wir wieder hier Häuser hin. Und überall einfach Häuser. Das wäre jetzt einfach die Methode, was ich jetzt machen würde, damit wir auf die 355 Bürger kommen. Die brauchen eine Kapelle natürlich. Das gefällt mir. Ja, okay. Mist, jetzt kann ich hier noch nicht mal eine Kapelle bauen. Oder doch, hier, perfekt, super. Warum kann ich die nicht bauen? Ach, Werkzeug. Mensch, jetzt muss ich schon wieder dahin fahren. Ja, so. Das verkaufen wir jetzt alles und hole ich mir wieder Werkzeug. Ja, so machen wir das. Aber wenn man mal überlegt, wir hatten in der ersten Folge viel Geld. Wir hatten 50.000, wenn mich nicht alles täuscht. Oder 40, ich habe keine Ahnung mehr. Und jetzt,
Jetzt habe ich gar nichts mehr. Also gefühlt, wir haben 30. Also, ja doch, wenn es 50.000 waren, 20.000 minus gemacht. Und allein schon diese Folge haben wir um die 10.000 verloren. Und wenn ich in den nächsten Folgen immer weiter Geld verliere, dann wird es nicht mehr so lange anhalten, sag ich mal. Und seht euch in aller Ruhe um. Was macht er? Okay. Gut, dann dann kaufen wir die 4 Werkzeug. Dann bringen wir das zurück, weil dann haben wir 5 Werkzeug und können eine Kapelle holen. Also es passt, genau. Wie viel haben wir denn jetzt, Bürger? Ja, perfekt. Seht ihr, da haben wir jetzt schon mal. Hallo? Ich werde dem Kaiser von eurem Nein, Mist, ey. Das können wir ja gar nicht machen, weil wir brauchen... Wenn wir alle mit anpacken, kann so. Okay, jetzt sind die schon mal zu Bauern geworden. Nicht Bauern, sondern Bürgern. Und wir brauchen keine Bauern, sondern Bürger. Ja, und wir machen jetzt Plus wieder. Das ist geil. So, die sind euphorisch. Ja, perfekt. Dann steigt doch auf. Okay, es geht doch wieder bergab. Bergauf. ja. Ich weiß noch nicht ganz, was dieser Ruhm bringt. Aber ich glaube, das werden wir dann in den nächsten Folgen noch herausfinden. Ist es gestattet, euch ein Anliegen vorzutragen? Bittet um Hilfe. In ihrer Stadt Wolfshofen wird jemand gesucht. Eine Nonne. Okay, dann suche ich mal eine Nonne. Ja, dann sind wir kurz auf der Suche. Und nach, wenn ich die jetzt gefunden habe, ist es die? Nee. Mein Gott, bin ich blöd. Nonnen haben doch extra so einen Anzug, sowas, oder? Ihnen stehen weitere Gebäude zur Verfügung. Echt? Ja, geil. Okay, so, was haben wir dann hier? Benötigt Bäume, produziert Kohle. Okay. Werkzeug fehlt, okay. Eisenschmelze, benötigt Kohle. Und Eisenerz produziert Eisen. Werkzeugmacherei. Das brauchen wir. Das ist sau wichtig. Perfekt. Okay. Ich bin zufrieden. Es geht jetzt wieder bergauf. Und wir suchen jetzt noch kurz die Nonne. Und danach würde ich mal sagen, da ist sie doch. Perfekt. Ihr konntet euch wirklich durchringen, mein Anliegen zu verfolgen. Okay, flüchtige Braut. Eier. Danke. Ihr seid zu Recht das Oberhaupt dieser Stadt. Aha. Okay, ja, dann würde ich jetzt mal sagen, das lief jetzt ganz gut erstmal. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, meine lieben Brillenträger. Ja, und dann chill mit Ö. Viel Spaß noch. Schönen Abend, Tag, Mittag, was auch immer. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.